Wer bin ich eigentlich? Und wenn ja, wie viele? Aber mal Spaß beiseite. Wie kann es eigentlich sein, dass ich heute so von mir denke und morgen ganz anders? Ich meine, wer bestimmt denn eigentlich, wer ich bin? Und bin ich eigentlich mit dem Ergebnis zufrieden? Wie viele von euch haben sich auch schon mal lost gefühlt und sich gefragt, was sie eigentlich wirklich ausmacht? Okay, danke schön. Wie wir über uns selbst denken, bestimmt, wie sich das Leben für uns anfühlt. Ob wir zum Beispiel ängstlich sind oder mutig. Und in dieser Predigt möchte ich euch gerne zeigen, was euch wirklich ausmacht. Und dann, beziehungsweise wie diese Erkenntnis euer Leben noch viel stabiler machen kann. Wie viele von euch möchten ihr Leben gerne möglichst selbstbewusst und selbstbestimmt gestalten können? Cool, gut, dann seid ihr genau richtig hier. Wir werden uns gleich über das Leben von Rahab ein paar Gedanken machen. Und zwar, wie sie sich auf die Suche nach der Nähe Gottes gemacht hat und wie das ihre ganze Identität verändert hat. Und meine Botschaft heute Morgen lautet: Lass deinen Wert weniger von deinen Taten und mehr von seiner Tat bestimmen. Und dann werden wir uns einen richtig coolen Bibeltext zusammen ansehen. Und dann habe ich drei Punkte für euch mitgebracht. Das erste ist: Wer bist du? Das zweite: Du bist wer? Und dann der dritte Punkt: Du bist wertvoll. Und dann wird die gute Josen noch einen Teil von ihrer Story mit uns teilen. Und zum Schluss werde ich euch nochmal die Möglichkeit geben, dass ihr das so aufnehmen und auf euch wirken lassen könnt, was euch wirklich ausmacht. Zuerst mal Dankeschön, dass du heute Morgen hier bist. Ich glaube, dass du damit deutlich machst, dass dir Gottes Reden wichtig ist, dass du dafür offen bist. Und ich feiere diese Offenheit und ich bete, dass dieser Gottesdienst dir wirklich so einen neuen Blick auf deine Identität gibt. Und dass dein Leben dadurch wirklich nachhaltig bereichert wird. Also, fangen wir an mit einem kleinen Zeitsprung ins 13. Jahrhundert vor Christus. Damals hat Rahab in einer Stadt namens Jericho gewohnt. Jericho hat zu Kanaan gehört und dieses Land hat Gott seinem Volk versprochen. Und jetzt sollten sie es einnehmen, schickten Kundschafter überall hin. Der König von Jericho hat davon mitgekriegt und hat die Verfolgung aufgenommen und diese Kundschafter gejagt. Und jetzt kommt Rahab ins Spiel und nimmt diese Kundschafter bei sich auf, versteckt sie und rettet ihnen damit das Leben. Und dann sagt sie: Ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Wir haben gehört, dass euer Gott euch den Weg hierher gebahnt hat. Der Herr, euer Gott, hat die Macht im Himmel und auf der Erde. Deshalb rettet mich, so wie ich euch gerettet habe. Und kurze Zeit später wird die Stadt tatsächlich eingenommen und Rahab wird gerettet. Dieser Glaube von Rahab, der war so groß, dass sie im Hebräerbrief als Glaubensheldin gefeiert wird. Und sie taucht im Stammbaum von Jesus Christus auf. Was für eine Geschichte. Worauf ich euer Augenmerk richten möchte, ist, dass Rahab in dieser ganzen Jericho-Geschichte immer die Prostituierte genannt wird. Also ihre Vergangenheit, ihre Fehler werden zur Beschreibung ihrer Person. Sie wird wie in so eine Kiste gesperrt und ihre Tätigkeit wird zu ihrer Identität. Was ist daran so dramatisch? Wer so reduziert wird, der fühlt sich schlecht und minderwertig. Wenn zum Beispiel nie jemand mit uns zufrieden war, dann halten wir uns auch selber nicht für gut genug. Und dann können wir auch nicht selbstsicher auftreten. Dazu kommt, dass wenn wir zum Beispiel uns als Versager fühlen, wir auch tatsächlich immer wieder versagen. Also so ein negatives Selbstbild hat eine Macht über uns. Und es belastet unsere Beziehungen. Wenn wir uns zum Beispiel immer als Opfer sehen oder alles retten oder kontrollieren wollen oder unser Umfeld unbewusst manipulieren. Geringes Selbstwertgefühl kann sogar zu Depressionen führen oder uns in soziale Ängste treiben. Ich glaube, dass es deswegen Gott sehr wichtig ist, wie wir über uns denken. Zu diesem Thema liebe ich einen Bibeltext und den würde ich mir gerne mit euch zusammen ansehen. Und zwar steht er im Matthäusevangelium, Kapitel 16, Abvers 13 bis Kapitel 17, Vers 8. Ich lese aus dem Wort Gottes. Jesus fragte seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn?
Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Plötzlich kam eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus. Jesus bezeichnete sich selber schon mal als Menschensohn und hier fragt er also seine Freunde, was die Leute eigentlich über ihn redeten, also für wen sie ihn hielten. Und interessanterweise ist das genau die Frage, die wir uns unbewusst stellen, um daraus unsere Identität abzuleiten. Aber warum fragt Jesus sich diese Frage? Ich meine, immerhin kannte er die Antwort schon. Als Sohn Gottes wusste er einfach alles. Hat er das gefragt, weil er sich eigentlich so eine Bestätigung gewünscht hat? Es wäre verständlich, als Mensch hat er ja gefühlt wie wir. Ich glaube aber, dass er seinen Freunden etwas deutlich machen wollte. Nämlich, dass genau so Identität entsteht. Menschen werden in der Regel das, was andere vielleicht unbewusst aus ihnen machen. Schon als Babys nehmen wir Lächeln, Streicheln, Worte wahr und ziehen Rückschlüsse auf unser Verhalten. Später kommen dann Erzieher dazu, Vorgesetzte, Freunde. Durch ihre Worte und ihre Reaktionen zeigen sie uns, wer wir in ihren Augen sind. Verletzungen, Niederlagen und auch Erfolge haben auch eine Botschaft an uns. Und aus all diesen Aussagen formt sich dann unmerklich unser Selbstbild. Ich habe euch hier so einen Handspiegel mitgebracht. In so einen Spiegel, da guckt man ja rein, um zu sehen, wer man ist, beziehungsweise wie man aussieht. Aber bei diesem Spiegel hier, da fehlt das Glas. Deswegen, ich kann da durchgucken und ich sehe die ganzen Leute, wie sie auf mich reagieren. Wir beobachten also unser Umfeld und das, was unser Umfeld uns vermittelt, das halten wir für unser Spiegelbild. Ist das verständlich? Identität können wir nie in uns selber finden. Andere vermitteln uns, wer wir in ihren Augen sind. Und wenn wir dem Glauben schenken, dann entsteht daraus unsere Identität. Deshalb habe ich den ersten Punkt genannt, wer bist du? Andere vermitteln dir, wer du bist. Und wenn sich das mit Glauben verbindet, dann entsteht daraus dein Selbstbild. Nach dieser Situation mit der Frage vergingen ein paar Tage und dann machte Jesus so eine Bergwanderung und er nahm 3 von seinen Freunden mit und irgendwann plötzlich fing er an zu strahlen. Und dann kam diese herrliche Wolke, dann diese Stimme aus dem Himmel. Der himmlische Vater bekannte sich zu seinem Sohn. Voller Stolz sagt er, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Ich habe ja vorhin gesagt, dass unser Selbstbild schon in unserer Kindheit geprägt wird. Deswegen finde ich es total spannend, Jesus hier in Beziehung mit seinem Vater zu sehen. Und was vermittelt sein Vater ihm? Dass er ihn liebt, dass er ihn mag, dass er ihm was zutraut. Andere sollen auf ihn hören. Der himmlische Vater hat einfach seine Freude an Jesus. Und das, obwohl der bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht großartig was erreicht hatte. Durch diesen Text will Gott uns, glaube ich, deutlich machen, dass genau das die Identität von Jesus war. Und ich glaube mehr noch, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann werden ja auch wir zu Kindern Gottes. Dann ist Gott auch unser Vater. Und egal, wie gut oder schlecht dein Vater war, Gott ist garantiert viel besser. Kannst du dir das vorstellen, dass du der Stolz deines himmlischen Vaters bist?
Bei ihm hast du deine Wurzeln, bei ihm ist dein Zuhause. Er nimmt dich in seine göttliche Königsfamilie auf. Und dafür hast du nichts getan. Und daran wird sich auch nie etwas ändern, egal wie du dich verhältst, weil Gott deinen Wert nicht an deiner Leistung festmacht, sondern dir seine Liebe einfach so schenkt. Er interessiert sich für dich, er fiebert mit dir, er feuert dich an und er freut sich, wenn du dich freust. Kurzum, Gott schenkt dir seine Liebe, einfach weil du sein Kind bist. Dieser Handspiegel hier, da ist Spiegelglas drin und man sieht so eine Krone. Kann man das sehen? Nee. Eine Krone auf. Das heißt, wenn man sich hier reinguckt, dann hat man direkt die Krone auf. Unabhängig davon, wie du dich siehst, Gott nimmt dich in seine göttliche Familie auf, seine göttliche Königsfamilie auf. Und ich glaube, wenn du darüber nachdenkst, dann macht das was mit deinem Selbstbild. Deswegen habe ich den zweiten Punkt genannt. Du bist wer? Nämlich Gott spricht dir etwas zu, dass du sein Kind bist, dass er liebt, dass er mag und auf das er stolz ist. Und dann mag ich an dieser Bibelgeschichte, dass Jesus so strahlte, so wie als wenn Gott ganz viele Scheinwerfer auf ihn richtet. Ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr beeindruckende Szene war für seine Freunde. Und dann hallen noch die letzten Worte Gottes durch den Himmel. Auf Jesus sollt ihr hören. Und dann geht das Licht aus und seine Freunde sehen niemanden mehr außer Jesus. Sie haben nur noch ihn im Blick. Und ich glaube, dass es immer noch um das Thema Identität geht, weil Jesus Christus eine entscheidende Rolle spielt, was unser Selbstbild angeht. Am Kreuz hat er ja alle unsere Fehler und Mängel beseitigt. Aber er hat auch ein Statement gesetzt. Was meine ich damit? In Amerika, in Kalifornien, hat eine ältere Frau vor einiger Zeit ein paar Kisten mit Elektroschrott beim Entsorgungsunternehmen abgegeben. Und erst ein paar Tage später haben die Mitarbeiter die Kisten aufgepackt und haben darin ein paar Kabel und alte Tastaturen gefunden und unter anderem einen Apple I. Das ist so dieses erste Gerät, was Steve Jobs noch in seiner Garage produziert hat und wovon es heute nur noch sehr wenige Exemplare gibt. Dieser Apple I wurde daraufhin an einen privaten Sammler verkauft und der hat $200.000 dafür gezahlt. Verrückte Geschichte, oder? Ich meine, was war denn jetzt in den Karton drin? Elektroschrott oder ein Schatz? Etwas ist immer so teuer, so wertvoll, wie der Preis, den jemand dafür zu zahlen bereit ist. Und der Preis für deine Rettung war extrem hoch. Jesus Christus, der König aller Könige, hat für dich alles gegeben. Dadurch, dass er dich teuer erkauft hat, hat er gezeigt, wie unermesslich wertvoll du bist. Er hat diesen Preis gerne bezahlt, weil du es ihm wert bist. Überleg mal, was das, was Jesus bezahlt hat, darüber aussagt, wie kostbar du in seinen Augen bist. Ich habe noch so einen dritten Handspiegel dabei. Und da ist auch wieder kein Spiegelglas drin, sondern ein Bild von Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Wenn man da reinguckt, dann sieht man ihn. Und wenn man darüber nachdenkt, was er für uns getan hat und was für einen Wert er dir beimisst, dann macht das was mit deinem Selbstbild. Den dritten Punkt habe ich deshalb genannt, du bist wertvoll. Jesus sieht etwas in dir. Wie viel er für dich bezahlt hat, zeigt, wie kostbar du in seinen Augen bist. Cool, Josen ist schon auf die Bühne gekommen. Josen hat nämlich zum Thema Identität einiges erlebt. Nimm uns doch mal rein mit in deine Geschichte. Ja, das Thema Identität beginnt bei mir eigentlich schon von dem Moment, wo ich geboren bin. Weil ich bin nicht in Deutschland geboren, sondern in Australien. Und meine Eltern sind aber deutsch. Und ich bin da auch aufgewachsen. In Australien war ich immer die Deutsche. Deswegen habe ich da schon eine bestimmte Identität bekommen. Und dann, als ich nach Deutschland gezogen bin mit meiner Mama, war ich aber nicht mehr die Deutsche, sondern die Australierin. Und habe direkt so zwei Identitäten gefühlt gehabt von, okay, bin ich jetzt deutsch oder bin ich australisch oder bin ich beides oder Und in meinem Teenie-Alter ging es weiter, weil ich auf einmal ganz oft so Sätze gehört habe, die immer mit du bist zu so angefangen haben. Du bist zu laut. Du bist zu leise,
Du bist zu viel, du bist zu wenig, du bist zu so, ich bin irgendwie zu stark, ich bin zu schwach, ich bin mal hier so und mal hier so. Und es wurden immer so extreme Aussagen getroffen. Und ich habe immer dieses, du bist zu so. Und irgendwann stand ich da und ich war so, okay, wer bin ich denn überhaupt, wenn ich anscheinend immer zu so oder zu so bin? Und bin dann auch ans College gekommen mit 20 und dachte so, okay, cool, ich breche so aus diesem Alten raus. Ich bin dann vielleicht mal nicht zu so oder zu so, aber es ging dann direkt weiter, selbst am College, und habe immer diese Sätze gehört, du bist zu stabil, zu unstabil, du bist zu laut, zu leise. Das waren wirklich so Sätze, die ich immer wieder gehört habe. Und dann irgendwann mit 20 hatte ich so meine erste Identitätskrise, wo ich dann gedacht habe, wer bin ich denn überhaupt? Ich bin, wer bin ich? Und in diese Zeit habe ich auch ein Lied geschrieben. Und es hat damit angefangen, dass ich eines Tages in meiner Wohnung saß, in meiner WG, in der Küche. Und wir hatten an der Wand, habe ich so eine Karte mal aufgehängt, die ich geschenkt bekommen habe, wo drauf steht, ich bin, wie du mich siehst. Und ich gucke diese Karte an und auf einmal hat es so reingesprochen in diese Sätze von du bist. Und ich habe auf einmal erkannt, eigentlich bin ich das, wie Gott mich sieht. Und eigentlich ist doch kackegal, ob ich zu laut oder zu leise, ob ich zu eifrig, zu faul bin oder was auch immer, weil eigentlich bin ich doch so, wie Gott mich sieht. Und daraus ist ein Lied entstanden, der auch mit diesem Satz anfängt, ich bin, wie du mich siehst. Und ich habe dieses Lied geschrieben und es war so, boah, cool, das spricht voll in diesen Prozess rein von wer bin ich, Identität, bla bla. Und ich habe dieses Lied zu Ende geschrieben und es wie so abgehakt und habe das Lied irgendwie in so eine Schublade gesteckt, nie wieder angerührt. Und dachte so, cool, jetzt habe ich das abgeschlossen, jetzt ist das vorbei. Ich bin stabil in meiner Identität, ich weiß, wer ich bin. Und dann ging es ein Jahr später weiter, weil es gab eine Sache, die ich immer war, und mit der ich mich auch voll identifiziert habe, und das war mit Worship, weil alle immer gesagt haben, ja, du bist so die Worship-Tante, wenn du eines kannst, dann Worship. So, du bist die Worshipperin. Und ich war so, ja, okay, cool, ist auch keine schlechte Idee zu haben, so, ne, so dieses Gott anzubeten, ist Hammer, und darauf was zu bauen. Und irgendwann habe ich gemerkt, aber eigentlich bin ich doch so viel mehr als nur Lobpreis und Anbetung. Eigentlich bin ich doch auch, ich habe auch viel mehr Begabung als nur das. Und eigentlich glaube ich, dass mehr in mir drin steckt als nur dieses, ja, du kannst halt schön singen. Und das hat so diese nächste Krise in mir angefangen, weil das damit dann angefangen hat, dass so eine, ich habe mich voll darauf gebaut. Das war so wie eine Art Fundament, so ja, Lobpreis ist das, was ich kann, und Lobpreis ist das, wer ich bin. Und dann auf einmal kamen halt so Aussagen wie, du hast keine Worship-Stimme. Und ich mir gedacht habe, cool, aber das ist das Einzige, was Leute sagen, dass ich kann. Und jetzt habe ich anscheinend nicht mal eine Stimme dafür. Und dann war ich so, ja, okay, egal, ich mache einfach weiter so. Und dachte aber so, okay, aber gleichzeitig möchte ich da ausbrechen aus diesem, ich bin nur Worship. Und ich wurde aber immer wieder da reingesteckt und ich war immer so kurz davor, da auszubrechen, mich in anderen Bereichen so ein bisschen so auszuprobieren, zu zeigen, okay, vielleicht habe ich hier auch Begabung. Und dann wurde ich wieder da reingesteckt und dann habe ich halt irgendwann gedacht, ja, okay, dann bin ich halt einfach Worship, dann bin ich einfach das. Und dann lebe ich auch damit. Und dann hatte ich in Zeit dieses Jahr, wo dieses Fundament, was ich aufgebaut hatte, das, wo ich drauf gesetzt habe, so ich bin halt die Musik, voll ins Wanken gekommen ist, weil auf einmal Aussagen gekommen sind wie, hey, du schaffst es nicht, Menschen in Gottes Gegenwart zu führen. Oder, hey, du musst da noch ein bisschen dran arbeiten in diesem Bereich. Und da so voll wie so Risse sich aufgezeigt haben, die eigentlich schon jahrelang angefangen haben, sich aufzubauen, sichtbar geworden sind. Und dann hatte ich auch direkt daraufhin, wo das angefangen hat, eine Phase, wo ich 5 Monate dauerhaft krank war und ich auch nichts mit Musik machen konnte, weil ich keine Stimme hatte, weil ich halt krank war. Und ich auf einmal nicht mal mehr Worship war, weil dieser Teil nicht mehr vorhanden war. Und es war so krass, weil ich dann auch wieder in meinem Zimmer lag und ich so Gott gefragt habe, boah, wenn ich nicht mal das bin, wer bin ich denn überhaupt?
Und es war so heftig, weil ich in dem Moment erkannt habe, ich habe meine Identität auf Dinge gebaut, die nicht Gott sind selbst, sondern auf Dinge, die Menschen über mich gesagt haben, Dinge, die ich gedacht habe, ja, darauf muss ich halt bauen, weil ist ja keine schlechte Sache, aber habe dabei voll verpasst, mich auf Gott zu bauen und ihn als Fundament zu sehen und ihn als Fundament zu nehmen. Und in genau diese Zeit auf einmal kam wieder dieses Lied. Du bist, ich bin, wie du mich siehst. Und es war so krass, weil ich in der Zeit, das wie so, das war, was mich gehalten hat, diese Erinnerung von, ich bin, wie er mich sieht, und als ob ich das damals vor 3 Jahren prophetisch für diese Zeit geschrieben hatte, um mich selber daran zu erinnern, ich bin nicht das, was andere sagen, ich bin nicht das, was ich vielleicht selber mal denke, sondern ich bin das, was er sagt. Wunderschön und viel geliebt, ohne jeden Makel in seinem Bild geschaffen. Und ich würde nie behaupten, dass ich da voll schon am Ende bin von dieser Reise. Ich würde auch nie behaupten, dass ich da schon so, ich bin so der Top-G und jeder Tag ist gar kein Problem mehr, weil ich bin jetzt so safe. Jeder Tag, ich muss jeden Tag neu diese Entscheidung treffen, zu sagen, ich bin, wie du mich siehst, Gott. Und meine Identität ist nicht davon abhängig, was andere über mich sagen. Ob sie sagen, dass ich was richtig gut gemacht habe oder dass ich das da so voll hammermäßig drin bin oder genau das Gegenteil, dass ich was kacke gemacht habe. Sondern meine Identität, um wer ich wirklich im Kern bin, ist von dir abhängig und über die Art und Weise, wie du mich siehst. Und ich spiele gerne dieses Lied auch vor. Und lade dich dazu ein, auch darauf einzulassen, neu zu überlegen, wer du bist, anhand von was er über dich sagt. Ich bin, wie du mich siehst, wunderschön und viel geliebt, ohne jeden Makel, in deinem Weg geschaffen, doch der Spiegel verzerrt mein Bild vorne weggebrochen durch die Lügen in mir gesprochen. Für ein Leben in Wahrheit hast du mich gemacht, hast Licht gesprochen in dunkelste Nacht. Du warst schon immer da. Muss ich wie die anderen sein? Macht mich das wirklich frei? Ich sehne mich nach Wahrheit und ein bisschen Klarheit. Bevor ich entstand, hast mich schon damals beim Namen genannt. Ich war schon immer Teil deines Plans. Oh. Mein Name nicht vergisst, du
Sehr cool. Vielen Dank, liebe Josen. So cool. Mit einem gesunden Selbstbild weißt du, wer du bist, was du kannst, was dich ausmacht. Und auch mit deinen Schwächen, die kannst du viel besser annehmen und damit umgehen. Du bist nicht mehr so abhängig von der Meinung anderer, kannst deine eigene Meinung viel freier äußern. Negative Bemerkungen prallen viel eher an dir ab. Du bist weniger verletzlich und du hast nicht mehr das Gefühl, alles um dich herum kontrollieren zu müssen. Mit einem gesunden Selbstbild kannst du dich auch gesund abgrenzen und unbeschwert und erfüllt leben. Kurzum, in dem Maß, wie sich dein Selbstbild verbessert, steigert das auch deine Lebensqualität. Und unser Selbstbild lässt sich korrigieren. Wie gut ist das? Aber wie geht das? Wie können wir denn falsche Annahmen über uns entlarven? Und wie können wir unsere göttliche Identität mehr und mehr annehmen? Ich glaube, dass es gut ist, wenn du dir Zeit nimmst und darüber nachdenkst und aufschreibst, wie du dich selbst wahrnimmst. Vielleicht hast du gleich schon ein paar Ideen, wo diese Gedanken herkommen könnten. Und dann wende dich im Gebet an Gott und frag ihn, wie er dich sieht. Bitte ihn auch, dein Herz zu heilen, dass du ihm glauben kannst. Und dann entscheide dich, bewusst und immer wieder dafür anzunehmen, wie er dich sieht. Vielleicht magst du dir ein paar Bibelverse rausschreiben, die ausdrücken, wie Gott über dich denkt. Die könntest du dann zum Beispiel auswendig lernen oder irgendwo aufhängen, dass du immer wieder daran erinnert wirst. Du könntest auch ein paar Freunde fragen, gute Freunde, was sie denken, wo Gott dich einzigartig gemacht hat. All das wird dir dabei helfen, ein neues und gesundes Selbstbild zu bekommen. Und wenn du bereits eine stabile Identität hast, dann mach es dir zur Aufgabe, anderen bei ihrer Suche zu helfen. Hier dieses Bild mit dem Handspiegel, wo Jesus drin ist, kann dir vielleicht dabei helfen. Wenn man da durchguckt, dann sieht man Jesus auch in anderen. Auch andere sind in Gottes Bild geschaffen. Auch andere sind ihm unglaublich kostbar und wertvoll. Und das kann dich dazu motivieren, sie genauso zu sehen und zu lieben. Und wenn du dann Schönes an ihnen entdeckst, dann sprich das mutig an und aus, damit auch andere immer mehr sehen und annehmen können, was Gott in ihnen sieht. Ich komme zum Schluss und fasse nochmal zusammen. Also, wir haben viel über unsere Identität nachgedacht. Meine Botschaft heute Morgen lautet, lass deinen Wert weniger von deinen Taten und mehr von seiner Tat bestimmen. Und dann haben wir uns den Bibeltext aus Matthäus 16 und 17 angesehen und drei Punkte rausgearbeitet. Das erste, wer bist du? Dein Umfeld vermittelt dir etwas. Und wenn sich das mit Glauben verbindet, dann entsteht daraus dein Selbstbild. Das zweite, du bist wer? Gott spricht dir etwas zu, nämlich, dass du sein Kind bist, dass er liebt, dass er mag und auf das er stolz ist. Und drittens, du bist wertvoll. Jesus sieht etwas in dir. Wie viel er für dich bezahlt hat, das zeigt, wie kostbar du seines Erachtens bist. Und das Ganze haben wir uns angesehen, weil wir uns mitten in der Kampagne befinden, so nah. Und wir haben vorhin über Rahab sind wir gestartet und haben gesehen, dass ihre Vergangenheit, ihre Fehler, ihre Tätigkeit zu ihrer Identität wurde. Und dann hat sie sich auf die Suche nach der Nähe Gottes gemacht und erlebt, wie Gott ihre Identität verändert hat. Sie taucht ja in dem Stammbaum von Jesus auf und das Interessante ist, in diesem Stammbaum von Jesus hat sie diesen Namenszusatz nicht mehr. Ihre Identität verändert sich also von die Prostituierte zu Gottes Familie. Und damit wird sie Teil von dieser Segenslinie. Eine Begegnung mit dem Allmächtigen hat bei ihr alles verändert. Und sowas war damals möglich und das ist heute noch genauso möglich. Und deshalb würde ich gerne eine kleine Übung mit euch machen. Setzt euch entspannt hin, wenn euch das hilft, schließt die Augen und dann ladet Gott ein, euch jetzt zu begegnen. Vielleicht wollt ihr euch irgendwie bildlich vorstellen, wie das aussehen könnte.
Und dann lasst einfach die folgenden Worte auf euch wirken. Du bist es wert. Du bist es Gott wert. Du solltest sein. Du solltest sein Kind sein. Und darum bist du geliebt, von Gott geliebt, weil es niemand anderen gibt, der ist wie du. Wie du bist, so hat er dich gemacht. Er möchte, dass du seine Liebe fühlst, dass du dich nicht mit Zweifeln quälst, sondern das Leben als sein Kind genießt. Er ist dein Vater. Er ist auch König der Welt. Kannst du dir vorstellen, dass jemand, der so mächtig ist, sich tatsächlich selbst den Spiegel vorhält und aus dem, was er selbst ist, das macht, was du bist? So siehst du dich nicht? Dann schau ihn an. Spiegel dich in ihm so lang, bis man ihn in dir sieht. Bis du Schönheit, Freiheit, Wert siehst. Bis das dir Identität gibt. Vielleicht wünschst du dir so ein gesundes Selbstbild, aber du bist vielleicht noch gar kein Kind Gottes. Oder du hast schon länger nichts mehr mit ihm zu tun gehabt. Dann hast du jetzt gleich die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Und jetzt bitte ich euch nochmal, eure Augen zu schließen, einfach damit wir alle uns unbeobachtet fühlen. Dieser Jesus Christus, den deine Rettung alles gekostet hat, der diesen Preis aber so gerne bezahlt hat, weil du es ihm wert bist. Der wartet nämlich jetzt auf eine Reaktion von dir. Und er ist nur eine Entscheidung weit von dir entfernt. Du brauchst ihm nur dein Vertrauen aussprechen und ihn in dein Leben einladen. Wenn du das willst, dann heb doch bitte gleich deine Hand, einfach so als Zeichen für deine Entscheidung und damit ich für dich beten kann. Also, alle Augen sind geschlossen, das ist nur eine Sache zwischen Gott und dir. Jesus hat sein Leben gegeben, damit du leben kannst. Wenn du an ihn glauben willst, dann heb doch bitte jetzt deine Hand. Dankeschön. Cool. Ich bete. Guter Gott, danke, dass diese Menschen mit dir leben wollen. Du freust dich über sie und über ihren Glauben. Und du hast bereits alles getan, um sie zu retten. Und jetzt bitte ich dich, dass du ihnen zeigst, wie sehr du sie liebst, wie du sie siehst. Festige ihre Entscheidung und zeige ihnen, wie sie mit dir leben können. Danke dafür. Amen. Wow, was für eine gute Entscheidung. Danke, dass du so mutig warst. Und ich lege dir sehr ans Herz, gleich zu jemandem aus dem Gebetsteam zu gehen und ihm von deiner Entscheidung zu erzählen. Einfach, weil ich so überzeugt davon bin, dass sie das gut tun und dich stärken wird. Danke. Amen.